parabole. Du spielst zu laut und du fährst zu langsam. Wir beide kommen noch früh genug an. Du willst dich ja doch wieder in unserem Dorf festsaufen. Du wirst den Weg wieder nicht zurückfinden. Genau wie das letzte Mal. Erlaub mal. Ich habe bereits seitdem ein neues Leben angefangen. Ich spiele heute Abend bei der Kindtafel und morgen früh fahre ich sofort wieder zurück. Naja, nach Hause. Das habe ich mir fest vorgenommen. Ich kenne dich doch, Geiger. Du solltest mehr auf dein Geld sehen. Ach, was hat man davon? Hast du schon etwas erreicht mit deinen frommen Sprüchen? Doch, doch. Noch deinen Groschen, Geiger. Für die Überfahrt. Diese Fähre ist mein. In 15 Jahren erspart. Na, und was ändert sich dran? Was ändert sich dran, wenn du dem Dorf die Fähre abgekauft hast? Es bleibt doch immer dieselbe Schinderei. Ja, aber dann finde ich mich im eigenen. Das ist viel wert. Hier hast du ihn, den letzten Groschen, den du brauchst für dein Glück. Also dann, auf morgen früh. Es bleibt bei morgen früh.
Ja, das fragst du so. Der alte Fährmann ist tot. Eure Fähre geht nicht mehr. Die Ausrede kommt dir sehr gelegen, was du alter Saufpuder. Nein. Irrtum. Heute Abend gehe ich zu Fuß bis zur nächsten Brücke. Und dann aber nichts weiter als rüber ans andere Ufer. Fang ein neues Leben an. Das habe ich mir fest vorgenommen. Das ist wirklich ein lobenswerter Entschluss. Richtig. Lobenswerter Entschluss. Ein lobenswerter Entschluss. Ja, ein lobenswerter Entschluss. Er muss begossen werden. Zu vieler Mädchen Tür. Einen Weg such ich zu finden, der mich führt, mein Schatz, zu dir. In der Heide gibt es Märchen, wundersam und ohne Zahl. Es war einmal, heißen all, es war einmal. Na Mädchen, was interessiert dich denn dazu? Bist du stumm? Sag mal, warum hast du denn so große Angst vor dem Gemeindediener gehabt? Wie? Du hast wohl keine Papiere, was?
Mutter, was? Was willst du denn dann hier im Dorf? Ich hab gedacht, ich könnte vielleicht Arbeit bekommen. Arbeit bekommen hier im Dorf? Wir haben keine Arbeit zu vergeben. Tja. Was machen wir denn da mit dir, hm? Weißt du was, Mädchen? Komm mal rein. Also, Maria heißt du. Weißt du was? Ich will einen Versuch mit dir machen. Du sollst bei uns Fährmann werden. Nur merke Folgendes. Ein treuer Fährmann musst du sein. Pünktlich und zuverlässig. Und immer, Maria, wenn die Pflugschar tönt, ob bei Tag oder Nacht, musst du hinaus, deinen Fahrgast abzuholen. Nicht vergessen, durch den Wald, übers Moor, zur Fährhütte. Also viel Glück, Fährmann Maria. Dankeschön. Thank you.
Wer bist du denn eigentlich? Ich bin der neue Fährmann. Aha. Fährmann. Und du bist jetzt hier? Ja. Und bleibst du auch hier? Ich denke doch. Naja. Also dann, auf Wiedersehen. Wiedersehen. Thank you.
Hilfe! Ich werde verfolgt! Die Verfolger! Ganz nah! Schnell! Ganz ruhig sein. Weißt du, ich hole Kräuter von der Wiese. Glaub mir, die heilen das Fieber, ja? Du musst ruhig sein. Ah! Ja. Du musst ganz ruhig sein. Und jetzt hole ich dir die Kräuter. Na, was machst du denn da? Ich habe Kräuter gesucht. Vollmond nach Kräuter suchen? Liebestrank. Vollmond nach dein Zaubertrank macht die Herzen liebeskrank. Krankes Herz wird gesund beim Kusse von der liebsten Mund. Krankes Herz wird gesund beim Kusse von der Liebsten. Die Fähre. Du musst mich übersetzen. Ich muss rüber. Ans andere Ufer. Das hab ich mir fest vorgenommen. Das wird aber heute auch nicht gehen. Wir können heute nicht ans andere Ufer. Aber warum denn nicht? Der Landungssteg am anderen Ufer ist zerbrochen und den kann ich doch erst morgen früh wieder in Ordnung bringen.
Na? Ja, ich sehe schon, es soll mal wieder nicht sein. Aber, weißt du was? Ich bleibe bei dir. Achso, komm, wir gehen in deine Hütte. Nein, nein, Geiger, das... Meine Hütte ist so klein und armselig. Setz dich doch hier auf den Baumstumpf und warte auf mich. Ich gehe nur in die Hütte, um mir etwas Warmes anzuziehen. Aber du musst bald wiederkommen. Ich bin gleich wieder da. Gleich bin ich fertig. Du? Maria. 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 Du gehst jetzt nicht mehr fort. Nein? Nein. Ich gehe jetzt nicht mehr fort. Das ist gut. Du hast mir heute Nacht das Leben gerettet. Wenn die Fähre nicht gewesen wäre, ich allein hätte dich nicht retten können.
Wer bist du eigentlich? Bist du aus dem Dorf? Nein, ich bin fremd hier. Ich habe keine Heimat. Keine Heimat? Das ist aber schwer für dich. Eine Heimat haben ist höchstes Glück. Sieh mal, da drüben am anderen Ufer, da liegt meine Heimat. Die solltest du mal sehen. Die solltest du mal sehen mit ihren großen Bäumen und den weiten Wiesen und den schwarzen Wäldern und den Feldern dort, diese weiten, endlosen Felder. Sie muss sehr schön sein, deine Heimat. Aber warum bist du dann geflohen? Geflohen? Ich bin nicht geflohen. Wir haben gekämpft und ich wurde verfolgt. Dann hat sie wohl sehr viele Feinde, deine Heimat. Gehabt, ja. Aber jetzt sind wir mitten im Kampf, um sie zu vertreiben. Und deswegen muss ich unbedingt so schnell wie möglich herüber. Weißt du, jeder Einzelne wird drüben gebraucht. Jeder. Ja, aber dazu musst du erst ganz gesund werden. Ich bin gleich wieder da. Also, da bin ich. Na, was glaubst du wohl, was ich hier will? Kann ich doch nicht wissen. Na, hör mal zu. Heute Abend ist großer Erntetanz im Dorf. Ich lade dich ein. Wir gehen zusammen hin. Das geht nicht. Was? Das geht nicht? Nein, das geht nicht. Warum denn nicht? Weil ich nicht will. Nun mach mal keine Geschichten, Mädchen. Ach, du willst wirklich nicht. Nein, ich will wirklich nicht. Na warte, du kannst mich ja noch kennenlernen. Ich habe gestern Abend den anderen Sporn verloren. Schade. Kann ich den auch nicht wieder brauchen. Gib ihn mir. So. Den Sporn behalte ich als Erinnerung hier. Und immer wenn ich dran vorbeigehe, werde ich an dich denken, wenn du nicht mehr da bist. Bist du sehr traurig darüber, dass ich so schnell wieder fort muss? Komm. Geht der kürzeste Weg ins Dorf. Aber es ist ein sehr gefährlicher Weg. Du hast vor großer Angst vor dem Moor. Wie? Siehst du, ich habe dir ja gleich gesagt, wie gefährlich das Moor ist. Hast du Angst gehabt? Ja. Nach Hause! Gar nicht dein Ernst, Herr! Ausgerechnet jetzt!
Und wer spielt heute zum Erntedanz auf, ha? Teufel soll euren Erntedanz holen. Was geht's mich an? Mach doch keine Geschichten. Los, komm, bleib hier. Gerade heute Abend wirst du so dringend gebraucht. Auf keinen Fall. Machen Sie mit. Und außerdem ist mir die E-Seite zersprungen. Bei uns kannst du auch spielen ohne E-Seite. Na, du hast mir gerade noch gefehlt. Ich verspreche es dir. Ich komme wieder. Bis du bald. Ich bin gleich wieder da. Ja? Es ist ja viel zu dunkel, du kannst ja nichts mehr sehen. Du musst Schindler machen. Ich muss mich sehr beeilen. Ich muss sofort darüber. Gleich. Ich glaube, es ist besser, du wartest die Nacht ab. Dann kommst du sicher und ungesehen an das andere Ufer. Nein, 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 nein. Ich muss sofort hinüber. Kannst du das nicht verstehen? Ja. Wenn du es sagst. Glaubst du mir, dass ich hinüber muss? Ja. Ich glaube dir. Musst du an mich denken. Wirst du immer an mich denken? Ja. Wer bist du? Woher kommst du und wohin gehst du? Morgen wirst du wieder weiter wandern. Und ich werde wiederkommen, wie ich es dir versprochen habe. Du wirst nicht mehr da sein. Denn du bist ein heimatloser Mensch. Ich habe jetzt eine Heimat, weil ich weiß, ich liebe dich. Verzeih mir, Maria. Verzeih mir. Ich habe dir Unrecht getan.
Meine Stirn glüht ja wie Feuer. Nichts verloren. Ja, ja. Wir werden siegen. Freunde. Ja. Da, der Feind. Du musst ruhig sein. Du musst ganz ruhig sein. Der Trommler hat durch Jahr und Tag das Kalbfell laut gerührt. Und jeder Wirbel, jeder Schlag schlug unsere müden Herzen wach. Wir sind zum Kampf marschiert. Der Nebel braut im Tal so schwer. In Wirbeln ohne Ruhm. Ein bleicher Schatten schleicht daher mit einem Batu dicht und schwer, deckt er die Erde zu. Hat wohl auch mich zum neuen Tag der blasse Tod erkürt. Den letzten Atem schlägt mir wach der Trommler mit der Trommelschlag. Ich hab sie gespürt. Lass mich jetzt nicht allein! Nicht allein, lass mich! Nein. Nein. Du musst ganz ruhig sein. Du musst ganz ruhig sein. Du musst ganz ruhig sein, das ist ja gar nichts. Das ist ja nichts. Thank you.
Wann willst du? Willst du ins Dorf? Hast du einen verwundeten Reiter übergesetzt? Nein. Weißt du das ganz gewiss? Nein, nein. Ganz gewiss. Ich fahre jeden Tag so viele Menschen herüber, kann ich mich auf den Einzelnen nicht so besinnen. Will jeder Sporn? Ich fand ihn unter der Pflugschar. Du musst ihn übergesetzt haben. Jetzt besinne ich mich. Ich fuhr gestern einen Mann. Er trug einen dunklen Rock und hohe Stiefel. Wohin ist er gegangen? Ins Dorf. Gut. Führ mich ins Dorf. Dort ist das Dorf. Sieh mal an, deinen Schatz hast du also auch gleich mitgebracht. Darum warst du heute Vormittag so spröde. Das muss man doch wissen. Ja.
ja. Wir werden darum würfeln, wer mit dem Mädchen tanzt. Das werden wir gleich haben. Mit mir erwürfelt? Ich hab keine Zeit. Ich muss den Mann finden. Aber du hast doch einen Tanz mit mir erwürfelt. Er hat doch heute früh schon in einer Fährhütte gehabt. Ich habe es genau gemerkt. Ja, Bauern, das ist euer Fährmann. Lieber Gott, rette ihn. Rette ihn. Nimm mich als Opfer. Aber rette ihn. Denn dein ist das Reich. Und die Kraft. Und die Herrlichkeit.
Mit Beten zwingst du mich nicht. Steh auf. Heute Nacht tönt keine Glocke im Dorf. Komm! Warum hast du mir nicht gleich gesagt, dass der Mann in deiner Hütte ist? Weil ich ihn lieb. Maria. Maria. Wir haben keine Zeit zu verlieren. Steh auf. Komm. Und wenn du der Tod selbst bist, hab Erbarmen, lass ihn mir. Lass ihn mir. Was ist dir diese Liebe wert? Dass ich für ihn sterben könnte. Nein. Vorwärts. Vor Sonnenaufgang muss ich ihn haben. Dass ich von sterben könnte. Sterben könnte. So lieb, dass ich von sterben könnte. Ist dies auch der richtige Weg? Ja, ja. Es ist der richtige Weg.
mich hier in die Irre führst. Nein, es ist der richtige Weg. Schnell, vorwärts, ehe die Sonne kommt. Lieber Gott, nimm mein Opfer gnädig an. Lass mich sterben für ihn. Maria, für uns beide. Thank you.
die Heimat,